Liebe Studentinnen und Studenten aus dem Modul B37 aus dem Waldschutz, liebe Forstleute, liebe Yachtinteressierte, liebe Naturinteressierte, sind mittlerweile auch einige Gäste, die unsere Vorlesungen hier angucken. Für unsere Studierenden noch eine kleine Anmerkung vorweg. Die meisten von Ihnen werden mich kennen. Mein Name ist Sven Herzog. Ich lehre hier an der TU Wildökologie und Yachtkunde bzw. Wildtiermanagement. Wir haben hier im Modul B37 einen gewissen zeitlichen Anteil, der sich dann mit der Frage auch des Umgangs mit Wildtieren, dem Wildtiermanagement vor dem Hintergrund des Waldschutzes und des Themas Waldschutz befasst. Wir haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion. Sie können uns aber auch jederzeit natürlich eine E-Mail schreiben. Einfach bei uns auf die Webseite gehen, Wildökologie-Webseite, und da finden Sie dann die entsprechenden Mailadressen. Also einfach, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie was wissen wollen, wenn irgendwas unklar geblieben ist oder auch wenn Sie Ideen, Anregungen, Kritik, andere Dinge haben, uns einfach schreiben. Ja, unser heutiges Thema heißt Wald und Wild. Das ist ein sehr allgemeines, ein sehr breit angelegtes Thema, aber sicherlich auch ein sehr spannendes Thema. Die meisten von Ihnen haben von der Diskussion um Wald und Wild schon mal gehört. Und es ist ganz interessant, die Diskussion ist absolut nicht neu, die Diskussion ist uralt. Wenn wir uns fragen, wie alt sie ist, da können wir zurückgehen in die 1970er Jahre. Horst Stern, die meisten von Ihnen werden den Namen vielleicht mal gehört haben, aber mehr auch nicht. Horst Stern war eigentlich ein sehr engagierter Umweltjournalist, einer der frühen Umweltjournalisten, der spezialisierten Journalisten in den 1970er Jahren und 1980er Jahren. Horst Stern hat einmal gesagt, es ist nicht dringlich zur Zeit, den Hirsch zu schonen, es ist dringlich zur Zeit, ihn zu schießen. Das war 1971 am Heiligabend in den Bemerkungen über den Rothirsch. Dieser Satz war damals sicherlich in bestimmten Kontexten nicht falsch, aber ein relativ umfangreiches Missverständnis war die Folge. Seitdem ist man zunehmend der Meinung, gerade in der Waldwirtschaft, dass man im Grunde nur genügend Schalenwild schießen muss und dann wird alles gut. Dass dem nicht so ist, das können wir eigentlich jeden Tag draußen sehen, denn wir haben jedes Jahr eigentlich immer mehr und mehr und mehr Wild geschossen und es wurde jedes Jahr praktisch auch mehr und mehr und mehr verbissen und geschält. Das heißt also, da kann alleine nicht die Lösung des Problems liegen. Aber es war jetzt einfach mal nur ein kleiner historischer Hinweis. Gehen wir ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Da finden wir einen Fachkollegen, Aldo Leopold. Aldo Leopold ist sozusagen der große alte Mann der Wildökologie gewesen. Aldo Leopold hat an der University of Wisconsin gelehrt und war im Grunde der Begründer des Faches Wildökologie und Wildmanagement in den 1930er Jahren. Und Leopold war in Deutschland, der war übrigens auch in Tharandt für einige Zeit, um letztendlich in Deutschland Waldbau zu sehen, auch guten Waldbau zu sehen. Deutschland war berühmt für seine forstlichen Fähigkeiten, seine forstlichen Methoden und Leopold wollte eigentlich hier was lernen. Und er kam hierher nach Tharandt und er war in gewisser Hinsicht relativ entsetzt, wie sehr man in Deutschland im Grunde ja Plantagenwirtschaft betrieben hat. Fichtenwälder, die insgesamt sehr steril, sehr artenarm war, begründet hat und hat das eigentlich auch in einem, ja, man muss sagen, legendären Artikel, der da hieß Deer and Dauerwald in Germany 1936 zu Papier gebracht, der auch heute noch immer wieder gerne zitiert wird. Also das Thema ist offenbar nicht ganz neu. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, da kommen wir irgendwann mal zu dem guten alten Brehm. Der gute Alfred Brehm in seinem Tierleben 1891 hat in seinem Kapitel über den Edelhirsch, also den Rothirsch, sich dementsprechend geäußert, dass der Schade, welchen das Rotwild anrichtet, viel größer als der Nutzen sei, den es bringt. Und er schreibt dann weiter, ob schon Wildbret, Decke, Geweih und so weiter hoch bezahlt werden und man für die Jagdfreude sehr hoch anschlagen darf. Der vom Wilde verursachte Schade wird hierdurch nicht aufgehoben, ein starker Hochwildbestand verträgt sich nicht mit unseren forstwirtschaftlichen Grundsätzen. Also das ist letztendlich eine Bemerkung aus dem Jahre 1891.
weit über 100 Jahre zurückgehend. Das Thema Wald und Wild war eigentlich immer schon ein Thema. Und umso erstaunlicher ist es, dass wir über ein Thema seit weit über 100 Jahren diskutieren, aber letztendlich noch keine Lösungen gefunden haben. Ich würde jetzt an der Stelle gerne mal versuchen, Sie ein bisschen mitzunehmen, gedanklich in der Frage, ja, woran liegt das eigentlich, wo liegen eigentlich unsere Probleme? Und eines dieser tatsächlichen oder vermeintlichen Probleme ist immer der sogenannte Wald-Wild-Konflikt. Davon können Sie eigentlich überall lesen und jeder glaubt auch zu wissen, was das ist, aber keiner weiß es so wirklich. Und wenn wir uns mal ganz nüchtern ein paar Gedanken machen, wie Wald und Wild zusammenhängen, dann wird man sehr schnell sehen, dass mit dem Wald-Wild-Konflikt eigentlich nicht so weit her ist. Wenn wir uns die Schalenwildarten, also die Großsäugertiere, die großen Pflanzenfresser, in Waldökosystemen anschauen, dann ist es eigentlich klar, dass in allen Waldökosystemen weltweit solche großen Pflanzenfresser zu Hause sind. Das heißt also, wir finden keinen Wald ohne große Pflanzenfresser und wir finden eigentlich auch keinen Wald weltweit, sowohl Naturwälder als auch künstlich begründete Wälder, wo nicht ein signifikanter Einfluss dieser großen Pflanzenfresser auf die Vegetation stattfindet. Dieses Thema kann man im Grunde nochmal vertiefen. Das wäre nochmal eine eigene Veranstaltung, zu fragen, ja, wie weit haben denn überhaupt solche großen Pflanzenfresser auch dafür gesorgt, dass Offenflächen entstehen? Es gibt da die sogenannte Megaherbivoren-Theorie, über die wir an einer anderen Stelle im Wildtiermanagement uns nochmal unterhalten. Das sind ganz spannende Fragen, aber zunächst mal müssen wir eigentlich an der Stelle festhalten, also Wald und Wild ist offenbar nichts Gegensätzliches. Man kennt eigentlich in der Natur keine wildfreien Wälder, sondern Wald und Wild gehört eigentlich immer zusammen und dementsprechend kann es auch keinen Wald-Wild-Konflikt geben. Das wäre sowas Ähnliches wie ein Wasser-Fisch-Konflikt oder wie auch immer. Aber, und jetzt wird die Sache interessant, jetzt kommt eigentlich der Mensch ins Spiel und wir können im Grunde sehen, dass sowohl die Wildtierarten, gerade auch die großen Schalenwildarten, als auch die Vegetation, also die Bäume zum Beispiel, das Holz, ein Objekt von menschlichen Nutzungsinteressen sind, und zwar von legitimen menschlichen Nutzungsinteressen sind. Also der Förster ist kein böser Mensch, weil er jetzt den Baum absägt, und der Jäger ist jetzt auch kein böser Mensch, weil er das Reh oder den Hirsch erlegt, sondern es sind im Grunde legitime Interessen, die aber möglicherweise in Zielkonflikte geraten. Und da kommen wir dann der Problematik eigentlich schon näher. Das heißt also, erst die Bewertung beispielsweise der Fraßeinwirkungen der Wildtiere auf die Waldverjüngung, zum Beispiel auch die monetäre Bewertung, die macht die Sache hinterher problematisch. Und hier finden wir also den ersten großen Unterschied zum Beispiel auch zwischen forstlichen und landwirtschaftlichen Kulturen. In der Landwirtschaft ist das Ganze relativ einfach, wenn dort ein Wildschwein auf den Acker kommt und den Maisacker umgräbt oder den Kartoffelacker umgräbt, dann ist das klar ein Schaden. Den Schaden beziffern wir in dem Ernteausfall, den der Landwirt zu tragen hat. Jetzt könnte man argumentieren, dass der Landwirt natürlich sehr stark von öffentlichen Transferzahlungen abhängig und subventioniert ist und dass das vielleicht alles nicht so schlimm sei. Aber das mal außen vor gelassen. Der Landwirt hat eine geringere Ernte. Diese geringere Ernte kann man nach Marktpreisen am Jahresende bewerten. Und damit ist der Schaden eigentlich sehr klar definiert. Und auch wenn die Erstattung dieses Schadens dann erfolgen muss durch irgendjemanden, kann man das sehr gut berechnen. Im Wald ist es deutlich schwieriger, weil die Frage, was ein Schaden ist, zeigt sich im Wald natürlich nicht gleich, sondern Waldökosysteme oder auch bewirtschaftete Waldökosysteme, Wirtschaftswälder, sind im Grunde mit einer Umtriebszeit von 100 Jahren und weit über 100 Jahren, je nachdem, welche Baumart Sie anschauen, sehr langfristig angelegt und streng genommen wäre der monetäre Schaden im Grunde eine Funktion des Holzpreises zum Erntezeitpunkt. Das heißt also, ich kann erst in 120 Jahren vielleicht sagen, was die geschälte Buche, die ich heute vielleicht im Alter von 20 Jahren im Wald stehen habe, letztendlich für einen Wertverlust erfahren hat. Und das ist eigentlich eines der wichtigen Probleme in der Forstwirtschaft. Wir können den entsprechenden Wert, den das Holz zum Erntezeitpunkt, der Baum zum Erntezeitpunkt haben wird, nur schwer beziffern. In früheren Zeiten, wo man im Grunde nicht naturverjüngt hat, sondern wo man Kulturen gepflanzt hat, da war es wiederum ein bisschen einfacher, weil da konnte man sagen, ja gut, wir arbeiten hier mit einer gewissen Mindestzahl an kleinen Bäumchen, die man ausbringt. Und wenn davon ein Teil eben verfressen wird, dann muss der Teil halt nachgepflanzt werden. Und damit hat man auch wieder eine
Zahl und eine Summe für den Schaden. Das ist aber in der Naturverjüngung heutzutage nicht mehr so einfach, weil wir dort mit vielen hunderttausend bis Millionen kleinen Pflanzen auf der Fläche zu tun haben, von denen dann einige wenige, eine Handvoll letztendlich am Ende des Bestandeslebens dort noch steht. Und damit haben wir genau das Problem der Bewertung. Ein weiteres Problem, was wir haben im Thema Wald und Wild, sind die unterschiedlichen Akteure. Wir haben es also keineswegs nur mit Förstern und Jägern und Wildtieren zu tun, sondern wir haben es im Grunde zu tun mit einer Vielzahl an Interessenlagen. Zum Beispiel haben wir einmal die Interessen der Grundeigentümer. Und die Grundeigentümerinteressen, die können beispielsweise durchaus identisch mit Interessen der jeweiligen Bewirtschafter sein. Sie können aber auch nochmal anders gelagert sein, je nachdem, ob der Grundeigentümer auch gleich Bewirtschafter ist oder nicht. Das ist in der Landwirtschaft zum Beispiel sehr unterschiedlich. Es gibt also gerade in den alten Bundesländern ist meistens der Landwirt selber noch Grundeigentümer. In den neuen Bundesländern, in den großen Betrieben, ist der Landwirt beispielsweise viel häufiger Pächter einer Vielzahl von Kleinstgrundstücken. Das heißt also, Grundeigentümer ist nicht immer gleich Bewirtschafter. Das ist die erste wichtige Aussage. Dann haben wir die forstliche Bewirtschaftung. Da gibt es im Grunde auch wieder unterschiedliche Interessenlagen. Also ein öffentlicher Waldbesitz, zum Beispiel ein Staatswald oder ein Bundeswald, hat sicherlich andere Interessenlagen, auch andere Ziele zum Teil, als ein mittlerer oder großer Privatwald oder auch als ein Klein- oder Kleinstprivatwald. Die sind nicht immer komplett unterschiedlich, aber zum Beispiel gerade hinsichtlich der Frage, welche Erträge muss so ein Betrieb abwerfen oder wo kann man mit einer schwarzen Null gut leben, das sind genau die Fragen, in denen sich die Betriebe unterscheiden. Ein Kleinstprivatwald hat möglicherweise das Ziel, Brennholz für den eigenen Bedarf zu erwirtschaften. Ein Großprivatwald, da muss im Grunde eine Familie und vielleicht auch einige Immobilien von unterhalten werden, Maschinenparks unterhalten werden. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Interessenlagen. Hinzu kommt dann natürlich in der Forstwirtschaft immer noch der Deckungsbeitrag, der durch jetzt nicht Waldwirtschaft erzielt wird, zum Beispiel durch Jagd, zum Beispiel durch Freizeitaktivitäten, die man vermarktet. Das ist in Deutschland nicht so üblich, ist aber zum Beispiel in Österreich bei den Bundesforsten durchaus üblich, dass man dort auch beispielsweise Angelgewässer bewirtschaftet oder Hotels bewirtschaftet oder Ähnliches. Das sind die spannenden Fragen, die sich in dem Rahmen dieses großen Komplexes Forstwirtschaft stellen und wo wir auch verschiedene Interessenlagen haben. Dann haben wir nach den Forstwirten die nächste Interessengruppe, das ist die Interessengruppe Jagd oder Jäger im weitesten Sinne. Aber auch die sind absolut keine homogene Gruppe, sondern wir haben es hier auch wiederum mit, man könnte es aufteilen in drei verschiedene Gruppen mit verschiedenen Zielen. Das ist zum einen der Inhaber des Jagdrechts, das ist der Grundeigentümer. In Deutschland ist das Jagdrecht bekanntlich an das Grundeigentum gebunden. Das hatten wir im letzten Modul Waldschutz und eigentlich mal angeschaut, diese Fragen. Das heißt, der Grundeigentümer ist auch Inhaber des Jagdrechts. Ich kann das Jagdrecht nicht vom Grundeigentum trennen. Also zum Beispiel ein Waldeigentümer mit einer bestimmten Mindestfläche, die im Eigenjagdbezirk entspricht, hat auch das Jagdrecht. Der hat möglicherweise ganz andere Interessen und Ziele als ein Inhaber des Jagdausübungsrechts, also ein Jagdpächter. Und der Grundeigentümer mit Wald kann zum Beispiel seinen Eigenjagdbezirk auch an eine Privatperson, die dort jagen gehen will, verpachten. Dieser Pächter ist dann praktisch Kunde, hat möglicherweise ganz andere Interessen und Ziele als der Grundeigentümer. Aber auf der anderen Seite bezahlt er natürlich dem Grundeigentümer dafür auch Geld, dass er dort jagen darf, ist also letztendlich als Kunde zu behandeln und hat auch irgendwo natürlich berechtigte Ansprüche. Das dritte ist der Jagdgast, da ist die Sache nochmal ein bisschen verschärft. Dort haben wir es eben mit Leuten zu tun, die mehr oder weniger, man könnte jetzt sagen, keine dauerhafte Verantwortung beispielsweise für ein Revier übernehmen wollen, wie der Pächter, sondern die einfach nur jagen gehen wollen, in Anführungsstrichen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Leute wiederum andere Interessen haben. Die möchten was schießen oder was sehen, aber die haben oftmals nicht die Interessenlage, jetzt dafür zu sorgen, dass zum Beispiel der Wald in den nächsten 100 Jahren sich gut entwickelt. Und das kann man ihnen bis zu einem gewissen Punkt natürlich nahebringen, aber es wird grundsätzlich immer ein Interessenkonflikt an der Stelle sein. Deshalb immer die Frage, wie geht man als Grundeigentümer mit Wald, der Wald bewirtschaftet, mit seinen Jagdpächtern und seinen Jagdgästen um? Verpachte ich überhaupt? Lasse ich überhaupt Gäste jagen? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir in Zukunft lösen müssen, um das Thema Wald und Wild auch so ein bisschen besser handeln zu können.
Eine weitere ganz wichtige Gruppe an Akteuren ist der Naturschutz im weitesten Sinne. Das sind vor allen Dingen natürlich große Verbände, die heutzutage zunehmend auch Einfluss haben, auch gesellschaftlichen Einfluss haben. Böse Zungen sprechen von der Naturschutzindustrie mittlerweile, was einfach aussagen soll, dass hier auch eine ganze Menge an finanziellen und ökonomischen Interessen sich dahinter verbergen. Das sind natürlich Interessen, die möglicherweise auch wieder ganz anders sind als diejenigen des Waldbewirtschafters, die zum Teil auch gleichläufig sind, aber die auch anders sein können. In der Landwirtschaft ist es ebenfalls nicht homogen, sondern auch da haben wir verschiedene Interessenlagen. Da haben wir einmal die Jagdgenossenschaften. Was das ist im Grunde auch im B19 schon mal aufgezeigt worden. Das sind im Grunde die Summe von Grundeigentümern, die einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilden, oft im Grunde Landwirte. Und man kann diese Jagdgenossen, also die praktisch die Mitglieder der Jagdgenossenschaft, nochmal einteilen in solche Jagdgenossen, die Waldbesitz haben und solche, die keinen Waldbesitz haben. Jagdgenossen mit Waldbesitz ist oftmals Kleinstprivatwald mit durchaus verschiedenen Zielen, die aber oft eine Minderheit in der gesamten Jagdgenossenschaft bilden. Und wenn die Jagdgenossenschaft zum Beispiel ihr Jagdausübungsrecht an einen Jagdpächter verpachten will, dann hat der natürlich auch wiederum bestimmte Interessen in Bezug auf Wild und Wildbestände. Und hier kann es oft vorkommen, dass Jagdgenossen mit Waldbesitz in der Minderheit sind und ihre Interessen nicht so gut darstellen können und nicht gut durchsetzen können. Also auch hier gibt es durchaus auch systemimmanente Konflikte. Dann ist natürlich ein großes Konfliktfeld der Tourismus. Wir haben in Deutschland ein sehr liberales Waldbetretungsrecht, manche sagen auch ein zu liberales Waldbetretungsrecht in Bezug auf bestimmte Bewirtschaftungen und auch in Bezug auf Management. Es ist aber derzeit so und ist der politische Wille. Und das bedeutet eben auch, dass wir mehr oder weniger einen enormen Störfaktor durch Freizeitnutzung der Wälder hier in Deutschland und auch in noch vielen Nachbarländern haben. Und das führt wiederum dazu, dass gerade das Thema Wildtiermanagement deutlich erschwert wird. Es gibt viele andere Gruppen, es sei hier vielleicht noch der Tierschutz genannt. Letztendlich ist Tierschutz ja auch eine ganz gewaltige gesellschaftliche Größe, die in den letzten Jahren zunehmend an Einfluss gewonnen hat, zum Teil durchaus zu Recht. Und Tierschutz bedeutet natürlich auch, die Art und Weise, wie ich das Wild bejage, muss mit bestimmten Tierschutzkriterien konform gehen, muss, um nachhaltig zu sein, kann man sagen, bestimmte Standards für das Tierwohl letztendlich erfüllen. Auch das ist etwas, was natürlich den Grundeigentümer in seinen Handlungsfreiräumen, in seinen Freiheitsgraden irgendwo beeinträchtigt. Aber das ist in einer Gesellschaft wie der unseren natürlich normal, weil hier ja wirklich die verschiedensten Interessenlagen auch irgendwo immer zu berücksichtigen sind. Und nicht umsonst ist das Grundeigentum Sozialpflicht, nicht umsonst hat der Eigentümer immer auch eine Sozialbindung. Sie sehen aber allein durch diese kleine Aufstellung, wie unterschiedlich und different diese Interessenlagen sind und dass es zum Beispiel auch durchaus in einer nach außen hin homogen erscheinenden Gruppe durchaus sehr unterschiedliche Interessenlagen geben kann. Ein Beispiel ist eben tatsächlich der Forstbetriebsinhaber oder der Forstbetrieb, der praktisch Yachtgäste gegen Bezahlung einlädt und denen Yachtgelegenheit bietet. Da haben wir natürlich einerseits ein Anbieter-Kunden-Verhältnis. Der Kunde erwartet zu Recht, dass er dort auch Wild sieht. Das heißt also, wir müssen dort gewisse Wildbestände vorhalten. Umgekehrt auch der Yachtpächter, der langfristig Verantwortung für ein Revier übernimmt, der dem Grundbesitzer ja auch sehr viele Kosten abnimmt auf die Art und Weise, hat natürlich Interesse jetzt nicht unbedingt daran viel zu schießen, aber daran zum Beispiel viel zu sehen, auch mal Natur erleben zu können und dergleichen mehr. Das sind alles Dinge, die ich im Vorfeld beachten muss, wenn ich mich mit dem Thema Wald und Wild beschäftige und wenn ich vor allem versuche, Lösungen zu finden, mit denen letztendlich alle Betroffenen auch leben können. Der rechtliche Rahmen in Deutschland an einigen Stellen ist es schon angeklungen. Der ist eigentlich einmal auf der einen Seite durch ein sehr hohes Maß an Integration gekennzeichnet. Also Forst, Naturschutz, Jagd haben eigentlich sehr starke gemeinsame Wurzeln. Über Jahrhunderte hinweg hat eigentlich immer Jagd, Naturschutz und Forstwirtschaft in einem Strang gezogen. Das hat sich eigentlich erst geändert mit einer zunehmenden Segregation in der Gesellschaft und auch in der Gesetzgebung. Das fing eigentlich im Grunde an, als man zunächst mal ein Jagdgesetz geschaffen hat, dann hat man ein Naturschutzgesetz geschaffen, dann hat man später noch die Waldgesetze geschaffen,
Das hat alles natürlich auch so ein bisschen den Weg geebnet, dass sich da verschiedene Interessengruppen dran entwickelt haben und auch letztendlich Partikularinteressen entwickelt haben, die aber letztendlich ja durchaus sehr viel Gemeinsames noch haben. Für den Laien ist diese Konfliktlage oft auch gar nicht verständlich, weil man sich wundert, wie denn Menschen eigentlich, Jäger, Förster, Naturschützer, die ja im Grunde dieselben Ziele verfolgen, solche Interessenkonflikte entwickeln können. Gleichzeitig haben wir in Deutschland eine relativ starke Position des Grundeigentums. Man könnte auch sagen, noch eine starke Position des Grundeigentums. Wir sehen ja derzeit in der gesamten Gesellschaft durchaus Entwicklungen, die diese Grundeigentümerrolle deutlich schwächen. Damit ist jetzt nicht unbedingt die Mietpreisbremse oder entsprechende Regelungen in Berlin hinsichtlich der Vermietung von Wohneigentum gemeint. Da ist auch gemeint, dass zum Beispiel auch im Naturschutz ja durchaus sehr stark Grundeigentümerinteressen beeinflusst werden können, Stichwort FFH-Gebiete, wo wir beispielsweise ein Verschlechterungsverbot haben, wo ich also als Grundeigentümer, nachdem ein Gebiet FFH-Gebiet geworden ist, nicht mehr alle Freiheitsgrade der Bewirtschaftung habe. Das sind die Punkte, mit denen wir im Grunde als Rahmen leben müssen. Wir müssen auch damit leben, dass Jagdrecht von seiner Genese her ursprünglich ein Artenschutzrecht ist. Jagdgesetze und Jagdverordnungen hat man gemacht Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, um eine Übernutzung der Wildtiere mit der Bindung des Grundeigentums, des Jagdrechts ans Grundeigentum, die damit einherging, eine Regel vorzuschieben. Das heißt, Jagd ist im Grunde eine sehr frühe Privatisierung des Artenschutzes. Die Pflicht zur Hege war letztendlich der Artenschutz, der dem Grundeigentümer aufrechterlegt wurde. Und mittlerweile kommen wir zunehmend natürlich zu den Gedanken, auch jenseits von Gesetz und Verordnung, zu den Gedanken der Nachhaltigkeit, die man dann auch praktisch nach außen kommunizieren kann. Das heißt, die Nachhaltigkeit, sowohl die soziokulturelle, die ökonomische und die ökologische Nachhaltigkeit, die an jede dieser Branchen, ob das nun Jagd, ob das Naturschutz, ob das Landwirtschaft ist, möglichst erfüllen sollte. Und da sind wir natürlich noch ganz am Anfang einer Entwicklung. Bei der Jagd sind wir mit den Nachhaltigkeitskriterien schon relativ weit. Die Forstwirtschaft ist traditionell sehr stark ihren Nachhaltigkeitskriterien verbunden. Ob das in Bezug auf die Wildtiere immer zutrifft, sei jetzt mal dahingestellt. Da hat man eher das Gefühl, da will man sie gerne aufweichen. Naturschutz und Landwirtschaft haben durchaus da noch Nachholbedarf, sich in diesen drei Kategorien der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln auch. Kommen wir aber zurück zu der eingangs gestellten Frage, was ist denn letztendlich ein Schaden im Wald? Und zu dem eingangs auch schon angesprochenen Punkt, dass natürlich der Zeithorizont bei uns Forstleuten sehr lang ist. Wir haben 200 Jahre und mehr ein Baumleben, mehrere Menschengenerationen, mehrere Generationen an Förstern, die letztendlich diesen Baum oder diesen Wald betreuen müssen. Und wir sehen ja gerade eben auch an den aktuellen Trocknisschäden, die wir gerade in der Fichte und in anderen Baumarten beobachten können in den letzten zwei Jahren, sogenannte Jahrhundertereignisse wie solche Trocknisschäden oder solche Trocknisereignisse sind für den Förster oder müssen für den Förster, muss man ja leider sagen, was Normales sein. Und da ist selbst ein Zeithorizont von 50 Jahren oder von 100 Jahren noch zu kurz gedacht, wenn man mal sieht, dass Trockenjahre wie die letzten beiden, beispielsweise davor zuletzt, irgendwann mit den 1930er Jahre aufgetreten sind. Also das sind Punkte, die man als Förster im Auge haben muss, wo wir als Förster einfach auch uns wieder darüber klar werden müssen, dass unser Zeithorizont eben nicht mal ein Jahrzehnt ist oder ein paar Jahrzehnte sind. Wir haben heute einen weiteren ganz wichtigen Trend, und zwar denjenigen zum naturnäheren forstlichen Wirtschaften. Das Ganze hat so ein bisschen seinen Ursprung in den Waldschäden der 1970er, 1980er Jahre, zum Teil hier im Osten gerade als Rauchschäden, im Westen zum Teil dann mehr als Waldschäden durch Ferntransport von Schadstoffen. Professor Ulrich hat das ja in den 1980er Jahren sehr intensiv erforscht, ist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen. Das hat durchaus zur Folge gehabt, dass man versucht hat, stabilere, naturnähere Wälder zu begründen. Und man hat in allen Bundesländern Waldumbauprogramme gefahren und ist damit eigentlich auch schon recht weit gekommen. Haben jetzt aber natürlich ein neues, wichtiges Problem, das ist der Klimawandel. Wir wollen jetzt gar nicht vertiefen, welcher Teil des Klimawandels anthropogen bedingt ist, welcher Teil möglicherweise ein natürliches Phänomen ist. Spielt ja gar keine Rolle. Der Klimawandel als solcher hat natürlich Konsequenzen auch für unsere Waldökosysteme. Und in welche Richtung diese
klimatischen Entwicklungen gehen werden. Das können wir jetzt noch gar nicht voraussagen. Wir wissen also zum Beispiel jetzt nicht, ob bestimmte Extremereignisse das Problem sein werden oder ob zum Beispiel Trocknisereignisse das Problem sein werden. Das heißt, wir brauchen also letztendlich ein breites Spektrum an Optionen im Waldbau, mit denen wir die nächsten 100 oder 200 Jahre dann auch gut und richtig für unsere Wälder handeln können. Bei dem Thema Wild ist eben die große Frage, kann ich wirklich voraussagen, wie eine Verjüngungsfläche heute, eine Naturverjüngungsfläche in den nächsten Jahren, in 80 Jahren, in 100 Jahren, in 200 Jahren aussehen wird? Das ist eigentlich die entscheidende Frage bei der Definition, was ist ein Schaden? Und ich habe das ja mal ein bisschen versucht zu verdeutlichen im Bild. Wenn wir uns hier jetzt einfach mal diese kleinen Ahorner oder diese kleinen Tannen hier anschauen und gucken dann mal hier uns so einen Bestand an, ein schöner Buche-Tanne-Mischbestand. Um von hier nach hier zu kommen, braucht es eben Zeit. Und in dieser Zeit treten eben alle möglichen Faktoren auf, die das letztendlich auch zu verhindern versuchen. Ob das nun die Witterung ist, also zum Beispiel eben solche Trocknisereignisse oder Stürme, ob das beispielsweise Maßnahmen der Bestandespflege oder das Konkurrenzmanagement oder Konkurrenz selber sind, mal hier am Beispiel einer solchen Läuterungsmaßnahme gezeigt. Das heißt also, als Förster muss ich nach ein paar Jahren wieder einiges von dem Laubholz, von der Laubholzverjüngung rausnehmen als Pflegemaßnahme. Das sind dann Punkte, wo sich natürlich viele Leute auch fragen, ja, warum wird auf der einen Seite erst die Verjüngung geschützt und auf der anderen Seite wird sie dann wieder abgeschnitten. Das sind Dinge, die man auch kommunizieren muss. Holzerntemaßnahmen führen zu Schäden. Alle möglichen biotischen Faktoren haben wir von Pilzen, von Fraßeinwirkungen durch Insekten, Fraßeinwirkungen durch Kleinsäuger wie Mäuse. Und dann, last but not least, natürlich die Fraßeinwirkung durch die Großsäuger. Und das ist die, die uns im Grunde hier interessiert. Und das ist die, die letztendlich zwei wesentliche Schadbilder macht. Zum einen, hier sehen wir das, den Verbiss beispielsweise. Und letztendlich auch die Schäde. Das sind eigentlich die beiden Punkte, mit denen wir uns in der Waldwilddiskussion auseinandersetzen müssen. Und diese beiden Fraßeinwirkungsbilder, die sind natürlich jetzt auch nicht nur, und das ist im Grunde einer der wichtigen Denkfehler der Vergangenheit, die sind eben nicht nur eine Funktion der Wilddichte, der Abundanz des Wildes. Das hätte dann ja tatsächlich zur Folge gehabt, dass man sagt, ja gut, ich muss nur genug totschießen und damit löse ich alle Probleme. Leider ist es eben so, dass man in der Forstwirtschaft gelegentlich heute auch so denkt. Das ist natürlich nicht so, sondern natürlich ist Forstwirtschaft noch ein sehr hochanspruchsvolles Handwerk und auch Geschäft. Und das Thema Fraßeinwirkungen ist natürlich auch eben nicht so 1:1 schwarz-weiß zu sehen. Natürlich spielt die Wilddichte, die Abundanz der großen Pflanzenfresser eine Rolle. Aber es spielt, das wissen wir heute auch, die Störungsintensität eine Rolle, die den Tieren, also zum Beispiel ihren normalen Tagesablauf verhindert, die also zum Beispiel dazu führt, dass die Tiere im 24-Stunden-Rhythmus, die Wiederkäuer, nicht ihre Wiederkäu- und Ruhephasen einhalten können. Das führt dazu, dass sie natürlich den Tag über in Dickungen verbringen. In Dickungen können sie wiederum schälen oder verbeißen. Außer den nichtjachtlichen Störungen sind natürlich vor allen Dingen die Jäger selber der Störfaktor, also gerade Bejagungsstrategien, falsche Bejagungsstrategien. Und das ist eben nicht nur die Einzeljagd per Pirsch, die ich sozusagen laienhaft ausübe, die gehört dazu sicherlich, aber auch durchaus vor allen Dingen Bejagungen zur falschen Jahreszeit, Frühjahrsbejagung, dann wenn die Tiere im Grunde im Frühjahr auf den Offenflächen äßen, sie dort zu bejagen, oder Bejagungen spät, wenn da sind die großen Probleme, die wir heutzutage haben. Fehlende Überwinterungskonzepte, im Moment ist in der Forstwirtschaft schick, Winterfütterungen zu verteufeln und zu sagen, das brauchen wir alles nicht, weil es unnatürlich ist. Das ist natürlich ein relativer Unfug, weil was ist denn schon natürlich? Auch der Waldbestand ist nicht natürlich und vor allen Dingen der Lebensraum ist nicht natürlich. Wir überwintern die Tiere. Das haben wir uns in der Wildbiologie ausführlich angeschaut. Wir überwintern die Tiere in ihren Sommerlebensräumen. Und wenn ich Tiere in einem Sommerlebensraum überwintere und ich dort praktisch in ihre eigentlichen Winterlebensräume wandern lasse, weil es die nicht mehr gibt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn dort Schäden oder Fraßeinwirkungen entstehen. Und wenn ich dann auch noch verbiete, per Gesetz in manchen Bundesländern, die auszugleichen, ja, dann fragt man sich wirklich, was soll das Ganze? Also da sind eigentlich einige große Denkfehler aus der Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet worden.
Wenn wir jetzt aber trotzdem nochmal versuchen zu messen, also die Rolle oder die, den Umfang der Fraßeinwirkung wirklich zu messen und zu sagen, wie viel ist denn nun zu viel, dann habe ich im Vorfeld ein paar Fragen zu beantworten, die man sich im Allgemeinen auch nicht so routinemäßig stellt. Eine wichtige Frage zur Messung von Fraßeinwirkungen ist die, ob ich das wirklich messe, was mich auch interessiert. Die zweite Frage ist diejenige, ob das, was mich heute interessiert, auch in Zukunft relevant ist. Stichwort lange Produktionszeiträume, nachhaltiges Denken über Jahrhunderte. Und die dritte Frage ist, wie präzise kann ich das Ganze denn messen? Es gäbe theoretisch ein Verfahren, das uns aber leider nicht zur Verfügung steht, welches wirklich als Goldstandard gelten könnte. Das wären sogenannte Verjüngungsertragstafeln. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass man praktisch sich heute Versuche anlegt auf Naturverjüngungsflächen und schaut, wie viel Anteil denn durch Fraßeinwirkung, zum Beispiel durch Beäsen, eben durch Wildwiederkäuer, verloren gehen kann, um letztendlich trotzdem noch die Waldbilder zu bekommen in 150 oder 200 Jahren, die ich mir vorstelle. Das wäre also eine Aufgabe für die großen Landesanstalten, die letztendlich die Mittel, die finanziellen Mittel, die Flächen haben, um solche Versuche zu initiieren. In der Vergangenheit haben die Altvorderen sowas Ähnliches auch gemacht mit den ganzen heutigen Ertragstafeln. Ist ja nichts anderes, als dass man damals eigentlich sehr weise, vorausschauend Versuche angelegt hat, die bis heute noch ausgewertet werden. Sowas würde für Verjüngungsversuche eigentlich auch gelten müssen, müsste man in 100 Jahren dann sagen könnte, was denn wirklich an relevantem Verbiss ein Schaden ist und was nicht. Sie wissen alle, dass man heute letztendlich so nachhaltig und so weit nicht mehr denkt, dass auch heute politische Entscheidungen viel kurzfristiger sind und man kaum noch in die Lage versetzt wird, solche Versuche zu machen. Von daher muss man sehen, ob sowas überhaupt nochmal angegriffen wird. Man hat heute ein paar andere Verfahren entwickelt, ein paar Krücken auch entwickelt. Das eine ist das sogenannte Kontrollzaunverfahren. Kontrollzaunverfahren heißt im Grunde nichts anderes, als man in einen Waldbestand mit Verjüngung oder auch ohne Verjüngung, das sei mal hier so symbolisiert, da guckt man jetzt mal und baut praktisch, nimmt sich erstmal zwei Plots, Flächen von vielleicht 10 mal 10 Metern und 100 Meter Abstand etwa davon eine zweite solche Fläche, wo dann auch ein bisschen Verjüngung drin steht. Um die eine baut man einen Zaun drumherum. Der schalenwilddicht ist oder auch hasendicht ist, je nachdem, was man mit bewirken will mit diesem Versuch. Die andere lässt man ungezäunt und dann beobachtet man sozusagen Jahr für Jahr, wie sich die Verjüngung, die forstliche Verjüngung oder auch die krautige Vegetation dort entwickelt. Wichtig ist, dass man die beiden Flächen nicht zu nah aneinander hat, weil sonst wird die Attraktivität dieser gezäunten Flächen, die natürlich alles grünt und sprießt da drin, natürlich die Tiere anziehen. Und würde im Umfeld sozusagen, wo dann auch diese Fläche läge, den Verbiss deutlich höher erscheinen lassen, als er wirklich wäre. Die Fläche soll aber auch nicht zu weit liegen, weil man damit das Problem hätte, dass vielleicht auch der Standort dann ein anderer ist. Frage ist aber tatsächlich, was sagt uns dieses Verfahren aus? Wir haben keinen Soll-Ist-Vergleich, denn das, was im Zaun ist, ist auf keinen Fall ein Soll-Zustand, denn das wäre ein Wald ohne Wild. Und den will keiner haben, oder zumindest gäbe keiner zu, dass er den haben will. Umgekehrt, hier draußen, was sich hier abspielt, wissen wir nicht, das ist das große Fragezeichen. Also wir können mit diesem Experiment eigentlich akademische Fragen sehr schön lösen. Wir können also zum Beispiel das Potenzial eines Standortes für eine bestimmte Vegetation ausloten. Wir können aber hier kein falsch oder richtig, zu viel oder zu wenig hinsichtlich dieses Wildbestandes aussagen. Also ein Verfahren, was sehr präzise misst, was aber letztendlich nicht die Fragen beantwortet, die ich als forstlicher Bewirtschafter eigentlich hätte. Wenn man dann schaut, was liefert die Praxis uns noch, dann haben wir sogenannte Verbissgutachten. Das heißt also dort, wie der Name schon sagt, hat man bestimmte Algorithmen entwickelt, nachdem man Vegetation aufnimmt und der Gutachter geht dann praktisch raus und prüft, was denn da an Verjüngung steht und wie viel Anteil an dieser Verjüngung verbissen wird. Man wird normalerweise nur den Terminaltrieb eigentlich in Betracht ziehen, weil die Seitentriebe sind jetzt nicht so relevant.
man kann diese Verfahren, je nach Ländern sind die oft sehr einheitlich, aber auch dann sehr unterschiedlich zwischen den Ländern. Man kann diese Verfahren einteilen eigentlich in solche mit fixen Probeflächen und solche mit variablen Probeflächen. Das älteste Verfahren, das bayerische, hat variable Probeflächen, hat natürlich den großen Nachteil, ich habe leider keine langfristigen Beobachtungen, was denn aus so einer Fläche geworden ist. Denn man weiß auch aus Untersuchungen zum Beispiel aus Österreich, aus Tirol, Flächen beim Fust in Achenkirch, dort hat man schon sehr schön beobachten können, dass Flächen, die man vielleicht im Zeitpunkt T aufgegeben hat und sagt, hier ist zu viel Verbiss, hier ist eigentlich die Fläche fast verloren, 20, 30 Jahre später diese Flächen richtig gute, spannende Bergwaldstrukturen noch gezeigt haben. Das heißt also, man sollte diese Flächen auf jeden Fall auch nachbeobachten. Das heißt, wenn wir uns fragen, was kann ein solches forstliches Gutachten leisten, dann haben wir vor allen Dingen eigentlich die Chance, langfristige und großflächige Trends zu betrachten. Und wir haben natürlich daraus natürlich auch eine forstpolitische Entscheidungshilfe. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, eine Untersuchung, die wir mit Zahlen aus dem bayerischen Verbissgutachten, weil das einfach das mit der längsten Vorlaufzeit, der längsten Erfahrung ist, mal uns angeschaut haben. Das ist eine Arbeit aus der AFZ, die Herr Hunger bei uns im Wesentlichen am Institut gemacht hat. Wenn man mal schaut, wie in Bayern sich aus diesen Verbissgutachten Zahlen ergeben, die man dann aus den verschiedenen Aufnahmejahren interpretieren kann, wie zum Beispiel die gesicherte Verjüngung, also Verjüngung größer als Verbisshöhe, sich hier darstellt. Das heißt also, die Nadelholzverjüngung nimmt ab und die Laubholzverjüngung nimmt deutlich zu über die Zeit. Das ist natürlich einmal eine sehr positive Nachricht, weil man sagt, ja klar, wir kriegen Laubwälder auf den natürlichen Standorten, nehmen wieder zu in Zukunft. Denn aus was heute Verjüngung ist, ist dann in 100 Jahren eben der Waldbestand. Gleichzeitig ruft es natürlich aber auch Menschen auf den Plan, die hier kritisch drauf gucken und sagen, zum Beispiel Sägewerker, die sagen, ist denn unsere Nadelholzproduktion und Nadelholz letztendlich Lieferbarkeit in 50 Jahren noch gewährleistet. Hier mal eine Darstellung, wo man fragt, Buche, Eiche und Edellaubholz in der gesicherten Verjüngung größer als Verbisshöhe. Da sehen wir, dass die Buche deutlich zugenommen hat als Edellaubholz, also Ahorn beispielsweise, Kirsche ist da drin, deutlich zugenommen hat. Die Eiche allerdings stark schwankend, aber tendenziell ein bisschen abgenommen hat. Das ist ganz interessant, ist auch die Frage, woran das liegt. Liegt das wirklich am Verbiss oder liegt das möglicherweise einfach an Konkurrenzsituationen? Sie alle kennen ja die Diskussion um das Thema Eiche. Eichenwälder brauchen natürlich eine sehr intensive forstliche Betreuung, um auf Eichenwälder zu bleiben. Wenn wir uns den Nadelholzanteil an der Verjüngung mal anschauen, in Bezug auf die einzelnen Baumarten, Nadelholzbaumarten, dann sehen wir hier beispielsweise eine doch schon klare Zunahme der Tanne und sehen eine gewisse Abnahme von Kiefer und Fichte und natürlich Nadelholz insgesamt. Wenn wir uns den Laubholzanteil anschauen, hier wieder die Eiche, die relativ, und zwar ist das die ab 20 cm, das sind die jüngsten Flächen. Hier ist die Eiche mehr oder weniger gleichbleibend. Hier hat die Buche zugenommen, hier hat das Edellaubholz zugenommen und das sonstige Laubholz ist etwa gleich geblieben. Und umgekehrt kann man natürlich auch fragen, nicht was ist da, sondern was ist verbissen, wobei das eigentlich so ein bisschen die falsche Frage ist, weil den Förster interessiert im Grunde immer die Frage, was ist denn da, was kann in Zukunft wachsen. Mich interessiert nicht, was verfressen ist, solange noch genug da ist. Hier sehen wir also bei der Buche eine Abnahme der Verbissbelastung. Wir sehen bei der Tanne eine Abnahme der Verbissbelastung und wir sehen bei der Eiche auch eine Abnahme der Verbissbelastung, wobei bei der Eiche die absoluten Werte immer noch sehr hoch sind. Interessant ist auch die Frage, ob sich hier möglicherweise diese Linie, die man hier mal eingezeichnet hat, asymptotisch hier annähert, ob hier möglicherweise irgendwo auch das, letztendlich hier ist das Edellaubholz, den Wert darstellt, der eine gewisse natürliche Verbissbelastung darstellt. Das sind alles Dinge, die man spannend findet und die man natürlich auch interpretieren kann, gerade im Sinne großräumige Tendenzen, forstpolitische Entscheidungen für die Zukunft. Aber die Frage, was kann dieses Verfahren Verbiss
Gutachten nicht leisten. Das sind im Grunde Aussagen für kleine Befundeinheiten. Also auf Revierbasis können Sie im Grunde jetzt nicht sagen, bloß weil jetzt hier in diesem Revier an der Stelle viel Verbiss ist, muss ich jetzt hier zum Beispiel so oder so reagieren, weil ich ja gar nicht weiß, was die Ursache des Verbisses ist. Ich müsste dann also erstmal mit Ursachenforschung beginnen. Warum ist denn die verbissen? Ist das meinetwegen ein Bestand, der extrem frequentiert ist von Waldbesuchern, wo einfach die Tiere Tag und Nacht keine Ruhe haben? Wird hier im Winter gejagt? Also alles diese Fragen müsste ich vorher klären. Und dann könnte ich eigentlich erst eine Aussage für die Abschussplanung treffen. Das wird in der Praxis leider anders gehandhabt und deshalb kommen wir damit natürlich auch nicht wirklich zu funktionierenden Lösungen. Was leider auch oft fehlt, was man in Zukunft aber leicht mit einbauen könnte, wäre die Frage, was ist verjüngungsnotwendig? Das heißt also, es werden oftmals die Flächen außen vor gelassen, auf denen eigentlich Verjüngung stehen könnte, die aber nicht dasteht. Und das kann wieder alle möglichen Ursachen haben. Das kann die Ursache haben, dass natürlich eine Menge Wild da ist, die Verjüngung auffrisst. Es kann aber auch einfach sein, dass ich waldbaulich den Bestand zu lange dicht halte und deshalb unter meinetwegen dem Buchenschirm noch keine Verjüngung auftaucht. Also das sind alles Fragen, die man im Einzelfall klären müsste, aber es wäre spannend, wenn man solche Gutachten macht, auch die verjüngungsnotwendigen Flächen mit aufzunehmen. Das Verfahren kann, wie schon gesagt, keine Soll-Ist-Vergleiche leisten, weil niemand weiß, was heute hier stehen muss, um in 150 Jahren das erwünschte Waldbild zu geben. Es kann daraus natürlich dementsprechend auch keine Entschädigungsberechnung erfolgen und es können schon gar keine Aussagen in Sondersituationen abgeleitet werden, wie das in Großschutzgebieten oder der Fall ist. Großschutzgebiete haben ja die Situation, das hatten wir im B19 ja besprochen, dass dort keinerlei forstliche Ziele herrschen, sondern dass dort entweder gar keine Ziele im Sinne von Prozessschutz oder eben aber Schutzziele im Sinne einer Naturnähe letztendlich der Landschaft herrschen. Ja gut, wo sind aber jetzt dann die Probleme? Was macht uns eigentlich die Diskussion immer so problematisch? Und da fragt man sich eigentlich, ja, warum diskutieren wir denn darum? Denn von der Grundeigentumsseite her ist es sicherlich so, dass die großen Forstbetriebe, also zum Beispiel die großen Privatbetriebe und die großen staatlichen Betriebe, da ist Jagdausübungsrecht und Jagdrecht in einer Hand. Dort könnte man also streng genommen ganz klar sagen, okay, wir jagen mit eigenem Personal, notfalls stellt man einen Berufsjäger ein, so wie das unseren waldbaulichen Zielen entspricht. Natürlich unter Beachtung der entsprechenden Rahmenbedingungen, Tierschutz, Naturschutz, Arterhaltung und so weiter. Aber das wäre ja absolut denkbar und machbar. Warum muss ein großer Forstbetrieb mit Jagdgästen arbeiten, mit zahlenden Jagdgästen arbeiten, die letztendlich andere Ziele verfolgen? Das heißt also, hier sollte es eigentlich unproblematisch sein, wenn ich wirklich das Thema Waldbau in den Vordergrund stelle und sage, die Jagd hat hier eine dienende Funktion. Wie gesagt, mittlerer und Großprivatwald gilt das Gleiche eigentlich. Ein Problem, ein echtes Problem gibt es tatsächlich im Kleinstprivatwald, wie vorhin schon angedeutet. Also wenn ein Grundeigentümer, ein Waldbesitzer, ein Stück Wald in einem Rahmen einer Jagdgenossenschaft besitzt, welches dort von der Jagdgenossenschaft mit verpachtet wird in der Gesamtfläche, da könnte der unter Umständen majorisiert werden durch andere, vor allen Dingen landwirtschaftliche Grundeigentümerinteressen, die dann natürlich eher auf den Jagdpachtpreis gucken als auf die waldbaulichen Ziele. Umgekehrt muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass viele der Kleinstprivatwaldbesitzer sich im Grunde oft über ihre wirtschaftlichen Ziele noch gar keine wirklichen Gedanken gemacht haben oder sehr oft eben auch schlichtweg Brennholzwirtschaft betreiben, die dann jetzt also nicht mit besonderen Qualitätsansprüchen an das Holz verbunden ist. Nichtsdestoweniger, auf jeden Fall sollte dort natürlich auch der Wald sich verjüngen und das sollte auch problemlos möglich sein. Das muss ein Ziel sein. Im Waldbau hat man sehr häufig, das beobachten wir wieder, wenn wir auf Flächen kommen, wo wir dann Jagdkonzepte entwickeln sollen und nach den waldbaulichen Zielen fragt, dann ist das nicht immer so klar und so scharf und so eindeutig, wie es wirklich sein sollte. Auch die waldbauliche Strategie, gerade die Frage, wo verjünge ich, wo ist jetzt weniger Verjüngungsinteresse, wo habe ich noch ein paar Jahre Zeit, kann nicht immer so klar definiert werden. Oft kommt dann der Satz, wir verjüngen auf der gesamten Fläche immer und überall. Das wird dann aber oft sehr schnell klar, wenn man rausfährt, dass das eben nicht so ist oder meistens nicht so ist. Und oft wird im Waldbau oft dann auch gesagt, ja gut, wenn das Wild nicht wäre, wären wir schon viel weiter.
Das ist so ein bisschen eine Sündenbockfunktion, die wir auch immer wieder beobachten können, die aber letztendlich nicht zielführend ist, weil ja, wie gesagt, im Waldbau geht es im Grunde darum, klare Strategien und Vorstellungen für einen zukünftigen Wald zu entwickeln und nicht möglichst viel Wild zu erlegen. Das sollte nicht das Ziel sein. Auch im Wildtiermanagement haben wir einiges im Argen und einige Probleme. Wildtiermanagement wird ja meistens in Mitteleuropa durch jagdliche Methoden erfolgen. Wir haben das große Problem, dass wir das vorhandene Spektrum an Methoden so gut wie nie komplett ausnutzen. Mal mehr, mal weniger, aber es wird eigentlich immer zu wenig ausgenutzt. Also gerade das Thema Jagdstrategien. Wie jage ich? Welche Schwerpunkte setze ich? Zum Beispiel die Frage, wenn ich in einen Betrieb komme und frage, ich hätte gerne mal eine digitale Karte, wo ich dann eingetragen finde, abteilungsscharf, wo sind Verjüngungsflächen, Verjüngungsschwerpunkte in den nächsten 10, 20 Jahren, wo sind Wilderlegungen aus den letzten 5 Jahren und wo sind Investitionen in Forstschutzmaßnahmen. Dann finde ich in den seltensten Fällen diese gesamten Punkte auf einzelnen Flächen konzentriert, sondern ich finde meistens dann ein schrotschussartiges Muster, welches mir zeigt, dass hier letztendlich die drei Überlegungen nicht unbedingt synchron laufen und koordiniert ablaufen. Jagdstrategien würde zum Beispiel gerade bei forstlichen, bei waldbaulichen Zielen ganz klar die Schwerpunktbejagung bevorzugen, weil die Schwerpunktbejagung natürlich idealerweise zu Verjüngungsschwerpunkten passt. Das heißt, ich könnte hier gezielt auf solchen Flächen jagen, wo ich in den nächsten 10 oder 20 Jahre forstliche Aktien drin habe, wo ich wirklich dafür sorgen muss, die Fläche schnell und zügig hochzukriegen, möglichst natürlich auch ohne Zaun, wobei das Thema Zaun auch so ein bisschen manchmal ideologisch überformt ist, aber es ist klar, der Zaun nimmt auch Lebensraum dem Wild, der Zaun schafft Verletzungsgefahr, also klar, möglichst ohne Zaun, aber das kriege ich dann eben auch nur hin, wenn ich wirklich auf diese Flächen meine jagdlichen Ressourcen konzentriere und andere Flächen dafür im Gegenzug in Ruhe lasse, also auch Ruhezonen schaffe, indem ich auf Ersungsflächen zum Beispiel nicht jage, auf Wildwiesen im Wald. Man sagt, wir wollen 5% möglichst mindestens in der Waldfläche auch Wildwiesen haben und 5% Ruhezonen. Wenn das geschafft ist, dann sind wir schon ein Stück weiter, weil dann kann man sagen, ich konzentriere hier jagdliche Aktivitäten und dort lasse ich entsprechende Ruhe. Also das ist das Thema Jagdstrategie, Ruhezonen. Auch eine Winterfütterung gehört in das Konzept rein, und zwar eine angemessene, artgerechte und zielorientierte Winterfütterung ist auf jeden Fall wichtig, wenn man eben forstliche Schäden hat oder befürchtet, dann kann man damit auch einiges an Problemen vorwegnehmen. Natürlich kostet das Geld. Und man hat oft das Gefühl, dass gerade das der finanzielle Aspekt ist, der die Betriebe davor zurückschrecken lässt, aber letztendlich sind die Schäden, die dann an der Vegetation, gerade an den Waldvegetation entstehen, deutlich größer auf lange Sicht gesehen als das, was mich solche Maßnahmen kosten. Die Frage, muss ich im Wald kirren? Das gibt es ja auch immer wieder. Es gibt ja Forstleute, die sogar mächtig stolz darauf sind, im Wald nun Kirrungen zu betreiben, da das Rehwild zu erlegen. Natürlich führt das aber auch dazu, dass ich das Rehwild genau in die Bestände reinlocke, in denen es letztendlich Schaden macht. Sowas sollte man tunlichst unterlassen. Und ein ganz oftmals unterschätztes Problem ist das Thema Besucher. Eine vernünftige Besucherlenkung gehört eigentlich auch in jedes forstliche Konzept mit dazu. Das heißt, ich sollte also auch darauf achten, wo ich Waldbesucher möglichst Naturerlebnis bereite, wo ich vielleicht auch ein Wildtiererlebnis bereite, wo ich mal beobachten lassen kann und Flächen, wo ich möglichst die Besucher nicht drin haben will, wo sie dann auch durch Informationspolitik letztendlich des Betriebes gesagt kriegen, hier bitte nicht reingehen. Und die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten verstehen das auch. Im Moment wird ja wieder sehr stark nach der Gesetzgebung gerufen. Wir haben in Deutschland eine der liberalsten Jagdgesetze weltweit. Aber es wird trotzdem immer wieder gefordert, ja, ich will auch nachts jagen, aber Nachtjagd ist natürlich genau kontraproduktiv, weil ich damit den Tieren den letzten Freiraum nehme und damit die Schäden vermutlich eher nach oben treibe als reduziere. Einschränkungen und Verbote, Stichwort Winterfütterung war schon genannt. Parolen wie Wald vor Wild sind wenig hilfreich, sind ideologieüberformt und haben eigentlich in einem professionellen Wald- und Wildmanagement nichts zu suchen. Auch Themen wie abgegrenzte Rotwildgebiete, Überwinterung in den Sommerlebensräumen hatten wir gerade genannt und an verschiedenen Stellen immer wieder genannt. Das sind eigentlich die groben Probleme in der Gesetzgebung.
hier beispielsweise nochmal, dass die Grafik der Deutschen Wildtierstiftung von den Rotwildgebieten, wir sehen hier gerade Süddeutschland, als einen großen weißen Fleck. Das heißt also, hier ist praktisch viele, viele, sind viele Lebensräume, die das Rotwild besiedeln könnte, rotwildfrei und müssen per Gesetz rotwildfrei gehalten werden. Das ist einfach am Beginn des 21. Jahrhunderts etwas, was man sich kaum vorstellen mag, dass das tatsächlich noch existiert, solche Bestimmungen. Hier mal ein Beispiel Sachsens, das sind die vom Rotwild besiedelten Lebensräume. Und auch in Sachsen, obwohl es hier keine festen Rotwildgebiete gibt, gibt es aber sehr liberale Bejagungsregelungen für das Rotwild, die es einfach kaum oder gar nicht ermöglichen, zusätzlich noch zu den auch Verkehrswegen, die wir haben, die entsprechenden Strukturen, die jetzt noch unbesiedelt sind, zu besiedeln oder auch den genetischen Austausch zum Beispiel hier zwischen dem Erzgebirge und der Dübener Heide oder hier dem Leipziger Süden, das ist noch ganz finster, jetzt noch gar kein Rotwild wirklich angekommen. Das sind Dinge, die man in Zukunft letztendlich forstpolitisch, glaube ich, auch klären muss, die aber nicht betrieblich unbedingt eine Rolle spielen. Weitere Probleme haben wir in den Interessenvertretungen, in den Verbänden, den Policymakers. Hier haben wir auf der einen Seite natürlich einmal eine Tendenz zur Professionalisierung und zur Zentralisierung. Das führt vermutlich dazu, dass eben auch die Fronten immer mehr sich verhärten. Wir erleben das ganz häufig in Diskussionen, dass wir auf lokaler Ebene, auf Revierebene, auf Forstrevierebene sehr gut, auch wenn wir als Moderator in Konflikten auftreten, dann können wir die Konflikte sehr gut auf der lokalen Ebene lösen mit allen Beteiligten. Da gibt es eigentlich sehr viel Verständnis. Sobald wir dann aber auf die Verbandsebene kommen, sehen wir sehr stark verhärtete Fronten und jeder versucht im Grunde nur öffentlichkeitswirksam den anderen ins Unrecht zu setzen und seine Position zu überbewerten. Also das sind Probleme, die wir offenbar insgesamt gesellschaftlich haben. Das hat ja mit Wald und Wild nicht alleine was zu tun, sondern auch mit vielen, vielen anderen Facetten dieser Gesellschaft. Auch die Frage der Gleich- oder Ungleichbehandlung durch Gesetzgeber spielt hier eine Rolle. Also wir hatten es gerade schon genannt, das Stichwort Wald vor Wild. Hier haben wir natürlich allein durch die Semantik im Grunde einen Konflikt programmiert und vorprogrammiert, den es in der Form nicht geben müsste, wenn man ihn nicht immer wieder versuchen würde, auch anzuheizen. Kommen wir zur Lösung. Ein paar Lösungsansätze haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. Wir sollten jetzt aber grundsätzlich, ob das auf der oberen Ebene der Verbände, der Ministerien ist, aber auch auf der Revierebene, im Letzteren, wie gesagt, ist meistens leichter, sollten wir uns fragen, ist eine Lösung überhaupt gewollt? Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist eine Frage, die wir in jedem moderierten oder auch mediierten Konflikt immer wieder stellen müssen. Cui bono, also wem nutzt letztendlich der Konflikt und wer profitiert vielleicht vom Konflikt mehr als von der Lösung? Diese Frage müssen wir im Vorfeld lösen und wenn wir die nicht vorher gelöst haben, müssen wir gar nicht anfangen. Erst wenn also wirklich klar ist, dass alle Beteiligten tatsächlich an einer Lösung interessiert sind und dass lediglich unterschiedliche Partikularinteressen letztendlich ausgeglichen werden müssen, aber die gemeinsame Lösung im Fokus steht, das schafft eigentlich erst die Grundlage zu arbeiten. Die Probleme an der Basis zu lösen, also bottom-up, ist immer besser als top-down. Das ist eine alte Erfahrung. Wir sind natürlich hier in Deutschland sehr preußisch überformt. Wir neigen zu Top-Down-Lösungen. Wir lieben manchmal förmlich Top-Down-Lösungen, aber diese Top-Down-Lösungen funktionieren eben nicht immer gut, sondern wir wissen das auch aus vielen anderen Teilen der Welt. Eigentlich müssen wir von unten nach oben arbeiten, wir müssen von der Basis her partizipativ arbeiten, dann kriegen wir auch Lösungen zustande. Wir brauchen sowohl im Jagd- und Wildtiermanagement als auch im Waldbau eine gute fachliche Praxis und wir brauchen dort Schnittmengen, wir müssen dort Überschneidungen schaffen, dass nicht jeder im Grunde seine eigene fachliche Praxis weiterentwickelt, sondern dass wir ja auch gemeinsame Ziele mit gemeinsamen mit entwickelten Methoden und auch transdisziplinären Methoden auch anzugehen sind. Das bedeutet natürlich automatisch auch wieder ein mehr integrierendes als sektorales Denken. Wir müssen also wieder back to the roots, eigentlich wieder zurück in die Zeiten des alten Kotter oder vielleicht ein bisschen später, wo wir sagen, gut, Forst und Naturschutz und Jagd haben sehr viele gemeinsame Ziele und die sollten im Vordergrund stehen und wir müssen einfach versuchen, die trennenden Elemente zu minimieren.
Dass das in einer Gesellschaft wie der heutigen nicht leicht fällt, weil eben viele Gruppierungen davon leben und auch ökonomisch davon profitieren, dass der Konflikt aufrechterhalten wird, ist leider so, aber das ist ein Punkt, den es zu überwinden gilt. Wenn wir uns die Waldschäden der letzten Jahre anschauen, da sehen wir genau diesen Punkt. Hier wird im Grunde jetzt schon wieder nach einer Liberalisierung des Jagdrechts gerufen. Hier könnte man aber zum Beispiel auch erstmal seine forstlichen Hausaufgaben machen. Hier könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, warum denn Fichtenbestände so aussehen, wie sie heute oft aussehen. Das liegt natürlich nicht am Wild, dass ein Fichtenbestand so aussieht. Das ist ein Glück schon mal klar. Das liegt daran, dass wir im Grunde unter Umständen die falsche Baumart auf dem Standort oder die falsche Provenienz auf dem Standort gepflanzt haben. Oftmals der Not gehorchen. Wir wollen jetzt hier nicht ein Försterbashing betreiben, wo im Grunde die Schuld jetzt den Altvorderen zugeschoben wird, wieso die da Fichten gepflanzt haben. Das ist nicht der Grund. Aber dass Fichten da steht, wissen wir, dass es vielleicht suboptimal ist und für die Zukunft unter den Bedingungen des Klimawandels auch keineswegs besser wird. Das heißt, wir müssen hier Entscheidungen für die Zukunft treffen. Wir müssen fragen, welche vor allen Dingen heimischen Baumarten, wir sollten jetzt auch nicht allen möglichen Exoten das Wort reden, sondern welche heimischen Baumarten in ihrer genetischen Variation das Spektrum hergeben, um hier beispielsweise neue Bestände zu begründen. Es gilt aber auch in der Forstwirtschaft, Überlegungen der Vergangenheit mal zu hinterfragen, ob denn alle Entscheidungen richtig waren. Wir haben im Grunde uns von Waldarbeitern getrennt, aus ökonomischen Gründen. Wir sehen jetzt, dass wenn so eine Schadereignisse auftreten, das Holz kriegt man gar nicht mehr aus dem Wald, man kriegt im Grunde die Borkenkäfernester gar nicht mehr rechtzeitig erkannt und gefällt. Das heißt, da legen wir natürlich die Keimzellen für diese großen Kalamitäten und dann liegt das Holz im Wald und wir kriegen es nicht abgefahren, weil die Logistikketten nicht mehr funktionieren oder zumindest zeitweise nicht mehr funktioniert haben. Das sind alles Hausaufgaben, die wir als Förster machen müssen und zusätzlich müssen wir das Thema Wald und Wild auch als Hausaufgabe machen. Aber es ist keineswegs so, dass wir jetzt mit der Jagdrechtsänderung für die nächsten 50 Jahre Waldstrategie den großen Wurf geschaffen haben. Im Gegenteil, die dort im Moment vorgeschlagenen Argumente sind eher sachfremd und sind auch eher kontraproduktiv. Das heißt also, hier gilt es eigentlich eher darauf zu gucken, was kann ich forstlich richtig machen, was kann ich wildtiermanagementmäßig richtig machen, was kann ich jagdlich richtig machen. Und dann kann ich auch, sagen wir mal, davon ausgehen, dass wir vielleicht in 150 Jahren wieder vielfältige und stabile Waldbestände erreichen werden. Das vielleicht mal so als Einstieg in die Frage Wald-Wild und wir werden uns an anderer Stelle dann noch damit beschäftigen, auch wie denn diese Methoden genau aussehen, was denn biologisch nochmal zu beachten ist, um entsprechende Ziele zu erreichen, um Erfolge draußen zu haben. Und es gibt die Erfolge, es gibt überall in Deutschland Betriebe, die vieles richtig machen, die schon seit Jahrzehnten vieles richtig machen und die man als Beispiel auch zeigen kann, dass es funktioniert, auch Wald und Wildtiere zusammen. Und hier gilt es eigentlich, die ideologischen Hürden abzubauen. An der Stelle war es das für heute und wir sehen uns demnächst wieder in der Frage, wie gehe ich mit den Wildtieren um? Schönen Dank.